zu einem neuen Video aus meiner Serie So sieht's aus. Ich habe heute ein sehr spannendes Thema für dieses Video vorgesehen, und zwar geht es um das Thema Brustkrebs. Das ist ja ein Thema, was uns Frauen tatsächlich fast alle irgendwie was angeht, weil es doch die häufigste Krebsart für uns Frauen in den Industrienationen ist. Es ist auch zum Glück heutzutage so, dass man ein Mammakarzinom, also den Brustkrebs, häufig heilen kann, was natürlich eine fantastische Nachricht ist. Ich denke mal, jeder von euch kennt auch aus Funk und Fernsehen prominente Frauen, die tatsächlich Brustkrebs auch überlebt haben, die vom Brustkrebs geheilt wurden. Leider gibt es auch immer wieder Beispiele, wo eben Frauen es leider nicht geschafft haben. Aber ich denke mal, da sollte man jetzt lieber auf das Positive schauen, dass es eben, wie gesagt, wirklich möglich ist, den Brustkrebs zu heilen, was natürlich gerade für die Betroffenen eine sehr gute Prognose ist. Jede Frau, die davon betroffen ist, und es sind meistens ältere Frauen, also die Haupterkrankungsrate ist tatsächlich im höheren Alter so ab 64, 65. Jüngere Frauen sind zum Glück weniger betroffen. Häufig ist das so, dass die Erkrankungen nach den Wechseljahren auftreten. Gerade weil es ja natürlich auch hormonabhängige Tumoren gibt. Also es gibt die wirklich, sag ich mal, unter dem Hormon Östrogen stärker und vermehrt wachsen. Und es gibt die Krebsarten, die eben hormonunabhängig sind, wo es egal ist, wie das eben mit dem weiblichen Hormon ist. Und was bei den Brustkrebserkrankungen bei allen Frauen gleich ist im Endeffekt, ist, dass es eine Behandlung ist, die erfolgt dann, die sehr von Nebenwirkungen behaftet ist. Also ich sag mal, beim Brustkrebs ist es ja so, du kannst eine Bestrahlungstherapie kriegen, du kannst eine Chemotherapie kriegen, du kannst eine OP bekommen, das ist ja alles möglich, ja. Du kannst eine Antihormontherapie bekommen, gerade bei den hormonabhängigen Tumoren. Nur was diese Therapien alle gemein haben, ist, dass sie wirklich ein hohes Nebenwirkungsrisiko haben. Und auch Nebenwirkungen haben, die die Lebensqualität extrem einschränken. Ja? Weil es den meisten Frauen direkt nach diesen Behandlungen immer sehr, sehr schlecht geht, der Körper das erstmal wegstecken muss, dass man eben so aggressiv diesen Tumor angehen muss. Und es gibt eine Behandlung, also gerade der hormonabhängige Tumor, wenn du als Frau davon betroffen wirst, dann hast du ja zum einen eben die Krebsbehandlung, aber du hast eben auch die Antihormonbehandlung. Diese Frauen werden ja wirklich von jetzt auf gleich in die Wechseljahre geschubst, weil eben das Östrogen möglichst niedrig gehalten werden soll, damit der Tumor nicht weiter angeregt wird zum Wachsen. Und eine Nebenwirkung, die dann immer sehr unangenehm für diese Frauen ist eben, dass die Vaginalschleimhaut sehr zurückgeht, was eben daran liegt, zum einen durch die Chemotherapie, die dir schon die, und auch Strahlentherapie, die dir einfach die Vaginalflora, die Bakterien, die normalerweise in der Vaginalflora natürlich vorkommen, das meiste sind Lactobacillen, die werden dir einfach kaputt gemacht. Und das zweite ist natürlich noch die Antihormontherapie, weil gerade so eine Vaginalflora eben sehr, oder die Lactobacillen davon sehr profitieren, wenn genügend Östrogen da ist. Und das ist natürlich dann bei so einer Antihormonbehandlung auch nicht der Fall. Den gleichen Effekt hast du nach den Wechseljahren. Viele Frauen, die im reiferen Alter sind, die eben schon in den Wechseljahren sind, klagen ja auch darüber, dass eben die Scheide sehr trocken ist, dass sie juckt, dass sie infektionsanfällig ist. Das ist genau das Gleiche wie bei eben Frauen, die von diesen Nebenwirkungen der Brustkrebsbehandlung betroffen sind. Dass eben dadurch, dass sich die Lactobacillen, dass die absterben, dass die weniger werden, eben auch die Vaginalschleimhaut zurückgeht. Ja, das wird halt alles trockener und man nennt das dann das atrophiert richtig. Ja? Was sind die Nebenwirkungen? Ich sagte gerade schon Juckreiz, die Scheide wird trocken. Und es ist natürlich auch so, dass Sexualität dann nicht mehr so gelebt werden kann, wie sie vorher gelebt wurde. Und das ist etwas, ja, gerade, sag ich mal, wenn du eine schwere Erkrankung durchzustehen hast, suchst du ja häufig auch die Nähe von deinem Partner und möchtest auch gerne einfach deinem Partner nah sein. Und das ist natürlich dann noch belastender, wenn das mit Schmerzen verbunden ist, zum Beispiel.
Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, es gibt eben die Möglichkeit, durch die Gabe von Probiotika tatsächlich diese Nebenwirkungen wirklich so gering zu machen, beziehungsweise die Lebensqualität wieder so nach oben zu holen. Und das finde ich so toll und auch so spannend, weil es ist eben so, wenn du, also unsere ganzen Schleimhäute im Körper korrespondieren miteinander, also die Darmschleimhaut mit der Vaginalschleimhaut, auch die Schleimhäute hier oben in deinen Nasennebenhöhlen zum Beispiel, ja. Also die stehen, die Mikroflora, die Bakterien, die sich physiologisch auf diesen Schleimhäuten befinden, die sind in Kontakt im Körper. Und deswegen kannst du halt wirklich deine Vaginalschleimhaut wieder aufbauen, indem du Probiotika nimmst. Ja, und das finde ich eine ganz fantastische Nachricht, weil du durch, sag ich mal, etwas, was deinem Körper richtig gut tut, diese schweren Nebenwirkungen mildern kannst und dadurch ein großes Stück Lebensqualität wieder bekommst. Und ein weiterer Effekt ist natürlich, wenn du Probiotika nimmst, ist das auch, dass auf deine Stimmung eine Auswirkung hat. Ja, weil man halt eben weiß, dass der Darm eben auch kommuniziert mit dem Gehirn und bei allem, was so an depressiven Erkrankungen auftritt, weiß man mittlerweile, dass der Darm da eine große Rolle, die Mikroflora eine große Rolle spielt. Und man sagt halt ganz oft, dass auf jeden Fall, egal welche psychische Erkrankung oder depressive Störung das ist, es wichtig ist, auch die Darmflora zu sanieren. Also du hast dann sogar zwei positive Dinge, die du erreichen kannst. Einmal deine Vaginalschleimhaut wieder aufbauen oder beziehungsweise erhalten, wenn du gleich damit anfängst und gleich parallel zu deiner Krebsbehandlung tatsächlich auch ein Probiotikum nimmst und gleichzeitig auch deine Stimmung tatsächlich verbessern. Jetzt ist das nicht misszuverstehen, bitte, natürlich, du hast, wenn du an Brustkrebs erkrankt bist, einen guten Grund, sag ich mal, traurig zu sein, traurige Phasen zu haben. Überhaupt, das will auch gar keiner absprechen und das, finde ich, sollte man jeder Frau auch zugestehen. Nur ist es natürlich auch durchaus möglich, und das habe ich jetzt auch in meiner Praxis sehr oft schon erlebt, dass Frauen dadurch natürlich auch durch so eine Erkrankung in eine depressive Phase rutschen. Und da tut es natürlich unheimlich gut, wenn man das über die Darmflora wieder abpuffern kann, weil oftmals rutscht eine Frau auch erst in so eine depressive Phase, weil natürlich auch die Darmflora im Darm, die Mikroflora im Darm leidet unter einer Chemo oder unter einer Strahlenbehandlung. Also von daher, das ist eine ganz tolle Sache und als ich darüber gelesen habe, fand ich das so spannend, dass ich gesagt habe, da möchte ich auf jeden Fall ein Video zu machen, weil ich weiß aus meiner Praxis, wie gut Probiotika auf jegliche Art von Vaginalerkrankungen oder beziehungsweise Störungen der Vaginalflora ansprechen. Und deswegen ist das also eine ganz tolle Erkenntnis, diese beiden Dinge einfach jetzt zusammenzufügen. Und man hat dazu auch Studien gemacht, ja, dass man wirklich geguckt hat, wie steigt der Anteil der Lactobacillen wirklich in der Vaginalflora nach der Behandlung. Und man hat auch geguckt, inwiefern das abhängig ist mit dem Östrogen. Also das ist alles genau untersucht worden und das hat sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse gegeben. Dass tatsächlich das auf jeden Fall, wenn du davon betroffen sein solltest, ein Versuch auf jeden Fall wert ist. Und von meiner Seite aus ist mir noch wichtig, dir mitzugeben, schau bitte, was du dir für ein Probiotikum kaufst. Ja, also Probiotika sind ja immer diese Mittel, wo eben die physiologischen Darmbakterien drin sind. Wichtig ist, dass du wirklich ausreichende Menge drin hast. Bis zu eine Milliarde Keime sollte wirklich in einer Dosis drin sein. Du solltest es bitte täglich nehmen, das ist ganz wichtig. Und achte bitte darauf, dass da auch wirklich die Bakterien drin sind, die du physiologisch brauchst. Also wie Lactobacillen, wie Bifidobakterien, dass du da wirklich was Gutes hast. Und was auch natürlich ganz wichtig ist, ist, dass du ein Produkt hast, wo die Bakterien auch wirklich wieder zum Leben gebracht werden. Ja? Meistens sind die ja gefriergetrocknet und es ist einfach wichtig, dass es ein Produkt ist, wo du eine Aktivierungszeit hast, damit die Bakterien wirklich lebend auch da ankommen, wo sie hin sollen. Ich sage normalerweise immer, bleib gesund am Ende meiner Videos, aber bei diesem Video möchte ich einfach nur sagen, ich schicke dir alles, alles Liebe. Wenn du betroffen bist, wie gesagt, ich habe größten Respekt davor. Ich drücke die Daumen, so gut ich kann, und
Ich hoffe, ich habe vielleicht dir mit diesem Video ein ganz kleines bisschen helfen können. Alles Liebe, deine Ann-Kathrin.